Echt jetzt? Du pausierst immer noch bei Agony? Also echt jetzt hat den Streak-Typ gesagt, nicht nur ich, ne? Ja, wie gesagt, ich hab's auf PC gespielt, du hast es ja auf der Playstation gehabt und bei dir sind ja die Spielstände ständig krachen gegangen, ne? Das war ja das Letzte, was ich so wusste. Man kann auch mit den Leuten nicht reden, ne? Junge. So. Komm immer tiefer rein. In die Boot. Ich glaube, in diesen Maschinenräumen müssen wir wirklich in jeden Raum reingehen, weil Fotos werden ja hier nicht angezeigt. Also sammelbare Objekte schon, aber nicht, wenn wir Fotos machen können. Und jetzt geht es immer weiter in den Rumpf. Also in den Bauch des U-Boots. Und dann fühle ich mich immer an die Situation im Babelsberger Filmstudio erinnert. Ne? Es wird immer lauter. Ich sage euch Bescheid, wenn wir den Maschinenraum dann mit den Kolben finden. So, es ist wieder ein Motorraum wahrscheinlich. Warum hoffst du, dass es keinen Übungsalarm gibt? Läuft was nicht so, wie es laufen sollte? Ich kann schon wieder durch die Wand interagieren. Lustig. Gibt Schlimmeres. Das ist zu weit weg. Dieses Geknarze, ne? Was macht mich ganz wuschig, wenn ich jetzt wirklich an Bord des Schiffs wäre? Oh Gott. Vorteil in einem U-Boot ist aber, glaube ich, man wird nicht seekrank. Kann das sein? Weil man ist ja immer... ist ja immer unterhalb der Wasseroberfläche. Einmal musste ich komplett von neuem starten, ja. Ja, das hattest du ja erzählt, ich weiß. Das war... Ich habe jetzt so ein ähnliches Problem bei The Walking Dead Telltale Game Serie. Also die Telltale Game Serie. Holla die Waldfee. Wo die zweite Episode meine Spielfortschritte in der ersten Episode nicht erkennt. Voll geil. So. Ja, man sieht hier übrigens, ne? Wie er schärfer wird und dann wieder nicht. Aber hier mal Foto von. So, hier ist noch was zum Sammeln. Das ist die. Ist die Raumrakete? Soyue? TM, also keine Ahnung. Oh, hier unten ist ein... Hier wird jemand gerümpft, wa? Das gibt's ja was zu holen. Sorry, ich will euch nicht zu nahe treten. Hallo? Drauf? Aber guck mal, wie schön, ne? Man sieht sogar die Adern im Augapfel. Voll schön. Ich weiß. So, jetzt sind wir schon ganz unten. Das ist jetzt der Maschinenraum, ne? Oder beziehungsweise ist das der Reaktor? Ne, das ist der Maschinenraum. Alter, klingeln mir die Ohren gerade. Ich geh mal wieder hoch. Also wahrscheinlich gibt es diesen Maschinenraum so nicht mehr, so wie ich ihn in dem U-Boot vorgefunden habe damals. Im Babelsberger Studio. Das ist schön. Das heißt, es wird halt nicht mehr so anstrengend werden. Ich glaube, der hat was genommen. Ja, ich weiß auch nicht, was mit diesem Telltale-Game ist. Es macht halt keinen Sinn, dass das nicht erkannt wird. Aber es ist das erste Mal, dass ich so eine Probleme habe, aber ich habe mal im Internet recherchiert und es gibt Haufen Leute, die dieses Problem haben. Dass ständig irgendwelche Spielstände nicht erkannt werden und... Er wird einen Grund haben, warum Telltale diese Cloud-Speicherung bei sich eingeführt hat. Mir ist übrigens letztens mal wieder eingefallen, ich müsste mal wieder einen Shooter spielen,
weil ich ansonsten das Aiming komplett verlerne, glaube ich. Momentan spiele ich ja wirklich nichts, wirklich, wo es auf Skill ankommt, sage ich mal so. Sind wir jetzt eigentlich durch... Meine Freundin wirkt hier im Hintergrund. Richtig geil ab. Hat Lyria Durchfall? Geil! Katze hat Durchfall, das erste Mal, glaube ich. Nice. Ich wette, das liegt daran, dass sie heute extra Trockenfutter gekriegt hat. Aber eigentlich müsste es ja stopfen. Schön den Chat mit reinziehen in die ganze Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich soll gucken, ob es hier Scheißespuren in der Bude gibt. Oh. Es gibt einen tollen Duft, ja, vor allem hat sie sich den Arsch nicht so geputzt, wie sie sollte. Und wenn sie sich jetzt irgendwo hinsetzt, dann stöppelt sie erstmal direkt. War ich in diesem Raum schon? Ich glaube, da liegen schon wieder welche Paintings. Meinst du, ein Atom-U-Boot hat nicht einen Maschinenraum wie ein Diesel-U-Boot? Nein, ich meine hauptsächlich, dass er nicht so aufgebaut ist wie in dem U-Boot, wo ich damals drin war. Das ist eigentlich so die Hauptaussage. Weil da bist du quasi genau dran vorbeigerannt. Ich weiß nicht, ob es hier jetzt noch genauso ist. Das Boot ist ja weitaus geräumiger. Warte mal, bis hier auf die Maus kotzt. Ich glaube nicht mal, dass die Katze... Du meinst jetzt, dass meine Freundin mir auf die Maus kotzt? weil meine Katze wird es eher nicht tun. Die wird wohl eher das Mauskabel durchbeißen. Wir sind da jetzt schon wieder abgebogen. Lass uns mal raus. Nein, ihr müsst jetzt mitleiden. Ah, hier geht's dann quasi raus. Ach, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Da ist die Brücke, ne? Lülü, da wollen wir doch gar nicht hin. Wir wollen ja nach unten. Nee, Katzen kriegen von Trockenfutter gerne mal Durchfall. Verdammt! Dachte er nicht. So. Du brauchst ein Ironiezeichen, Leo. Ja, dann müssen die Leute mehr reinzappen, dann kann ich ein neues Emote reinmachen. Was hat er gesagt? Ah, er hat gehört, dass das Wetter schön wird. Das ist ja schön. Das war ironisch gemeint mit dem Maschinenraumspruch. Er steht jetzt hier die ganze Zeit so da und wartet, dass jemand reinkommt, oder was? Du bist gruselig, Junge. Ja, ich glaube, ich kann die Scheiße riechen. Geil. So, wir wollten ja nicht mehr in jeden verdammten Raum reinlatschen, ne? Wir gehen jetzt einfach mal zur Hauptquest. Damit wir überhaupt hier einen Fortschritt machen. Progress. Das ist ein Haufen Müll im Tierfutter, das haben wir auch schon mitbekommen. Wir haben schon ein extra bisschen versucht, was Hochqualitativeres zu kaufen. Aber naja, man kann ja nicht so wirklich das nachvollziehen, ne? Die können ja rein, können ja theoretisch aufschreiben, was sie wollen. So, wir müssen noch eins tiefer, ne? Aber das ist der Torpedoraum. Ist schon ordentlich, ne? Gut, wenn man bedenkt, man ist eine ganze Zeit unter Wasser und man kommt in den Kampf, dann ist es, glaube ich, nicht so viel. So. Ich kann wieder mit ihm nicht reden, weil ich nicht im richtigen Winkel zu ihm stehe. Der Drill wird gut laufen, wir schaffen das. Ah ja. Aber der hat nur ein Torpedo. Ne, der hat vier Torpedorohre. Fünfer, ne? Fünf? Ich habe, glaube ich, auch mal irgendeinen Film gesehen, da hat sich irgendjemand durch ein Torpedorohr rausgeschossen. Rausschießen lassen, besser gesagt. Wenn es schon öfter der Fall gewesen, habt ihr ein anderes Trockenfutter als sonst? Ja, wir haben jetzt ein neues Trockenfutter gekauft. Ich will den Namen nicht sagen, weil es ist ja immer so mit Hashtag Werbung und so. Die Sputnik 1. Ja, moin. Mitgenommen. Ja, wieder ein PC. Theoretisch könnten wir den ja hacken.
Aber wir dürfen ja nicht. Noch nicht, scheinbar. Wow, das war ja einfach, in den Abschlussraum zu gelangen. Ja, wie gesagt, es fragt keiner, ne? Wenn sie nicht hochwertiges Futter kostet, nicht richtig Geld. Ja, das stimmt. Oh, es riecht so nach Scheiße. Es ist unglaublich. Der Captain schickt mich. Er möchte den Status des Übungstorpedos erfahren. Wir lügen einfach mal. Es gibt Probleme. Was ist das Problem? Werdet ihr es bis zum Beginn des Manövers reparieren können? Wir fragen erstmal, was das Problem ist. Da мелочь. Мы проверяли систему торпеды, немного коротнуло, ну и модуль наведения сломался. Мы уже ремонтируем. Kleinigkeit, Zielortungssystem hat versagt. Um welchen Torpedo handelt es sich? Электрический усет 80, чувствительный к скачкам напряжения. Werde den Captain davon in Kenntnis setzen. Ich habe mittlerweile gar keine Ahnung, ob der Captain uns wirklich geschickt hat. Da ist eine Nebenmission. Wie kommt man da hin? Also, ich würde in dem Kahn schon ersaufen, weil ich nicht mehr wüsste, wo ich hin muss. Ah. Ausstiege über Torpedorohre geht und wird gemacht durch Taucher. Wenn es Durchfall verursacht, ist es keine Werbung. Hier ist schlechte Publicity, oder? Oder eine schlechte Werbung? Ich weiß es nicht. Ist der da wirklich eingesperrt? Ohne Scheiß, wie sind wir da reingekommen? Ich sehe ja keine Tür. Also hier. Also doch hier. Alles klar. Direkt im Arsch von Captain. Alter, gar nicht gruselig. Er steht mitten im Dunkeln. Einfach mal hinter der Tür. Was zum Teufel? RichTube, ich nutze Streamlabs. Ganz unauffällig das Thema gewechselt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du riechst wahrscheinlich auch im U-Boot, ja. Ach, Kacke. Хорошо, что ты пришел. Свет вырубился. Нужно осмотреть аккумуляторы. Поможешь? Ich soll ihm helfen, die Batterien zu untersuchen. Musst du alleine erledigen oder warum nicht? Was soll ich tun? Na, wir haben ja eh nichts zu tun. Не пойму, почему врубилось аварийное освещение. Принеси фонарик, он в соседней каюте. Ты свети, а я осмотрю аккумулятор. Alles klar. Was ist das hier? Aha, пошли. Aus dem Nebenraum sollte ich jetzt holen. Ich stand genau daneben. Was zum Teufel? Vielleicht war das kurios übersetzt. Ja, ich habe Streamlabs, YouTube. Was möchtest du denn genau wissen? Вот тут надо глянуть. Подсвети-ка. Тоже все нормально. Тогда остается еще один вариант. Lustig wäre, wenn er den Fehler nicht findet. Ha. Теперь вот сюда. Soll ich hier leuchten, Alter? Also, siehst du irgendwas? Ein Beschiss, als ob eine russische Taschenlampe so hell ist. Я так и думал. Предохранитель накрылся. Я его заменил. Фонарик положи обратно, и ты свободен. Спасибо. Kann ich die Taschenlampe auch behalten? Sehr heftig. Richtige Batterieblöcke hier unten, ne? Wir müssen die auch... Ach nee, er hat sie direkt wieder weggehangen. Wir stecken sie weg. Stehen 10 Meter davon entfernt, dann liegt sie trotzdem weg. Alles klar. So. War hier nicht eine Nebenaufgabe? War das die Nebenaufgabe? Ja, mal in unseren schlauen PDA gucken. Dunkelheit. Ja. Wir haben sogar schon alle Modelle gefunden, kann das sein? So. Wenn überhaupt eine Taschenlampe da ist, ja. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber Russen. Kann das sein? Eventuell? Weiß nicht. So, schön, dass ich jetzt noch ein Fenster aufmachen durfte, weil dann wird es hier direkt kalt im Raum. War ja nicht vorher schon kalt. Wo ist da die Chroma-Key-Funktion? Hab die nämlich noch nie irgendwo gesehen. Im Streamlabs? Die musst du als
Das machst du nicht direkt über Streamlabs, sondern über, also ich mach's über das OBS. Da musst du einen Filter auf die Kamera setzen und dann kannst du quasi dir einen Chroma Key einblenden. So, ich muss jetzt eigentlich wieder zurück zum Captain. Ja. Ach, ich drück immer Escape. Es sind keine Vorurteile, wenn es wahr ist, Daniel, ja. DDR-Kind. War nur ein Jahr DDR-Kind, glaube ich. Also ich kann da nicht so mitreden. So, jetzt müssen wir quasi wieder hoch. Gehen wir hoch oder gibt es hier nochmal... Ach, Nebenmission haben wir noch weiter, ne? Finde und hacke den ersten Computer. Ich würde jetzt mal behaupten, dass wir nicht so weit in der Story vorangekommen sind, dass wir es schon können. Waren wir schon unten? Wir sind bisher nur nach oben gelaufen, ne? Ach nee, wir sind hinten runtergegangen. Wir haben zwar jetzt hier nicht alle Kajüten begutachtet, aber gut, das werden wir überleben. Hier ging's hoch, ne? Standen wir doch dann irgendwie direkt vor der Brücke, glaube ich. Chroma-Einbindung klingt nach Razer-Tastatur und Maus. Nee, ich glaube, es geht eher um den Greenscreen und sowas. Ah, schon zu kompliziert und ich hasse OBS. mit welcher Software streamst du dann dein Gameplay? Machst du ja hauptsächlich Konsolen-Gameplay, ne? Musst ja auch irgendwie was. Hast du einen Elgato, denke ich mal, direkt. Und nutzt wahrscheinlich die interne Elgato-Software? Что там с учебной торпедой? В каком она состоянии? Ja, wie der Status aussieht, das wird Ihnen nicht gefallen, das Ziel oder das Modul ist kaputt. Так, плохо дело. Но нам нельзя выбиваться из графика. Я знаю, что ваша задача просто наблюдать за ходом учений, но помощь специалиста нам не помешает. Сходите в отсек 5А к Васильеву. Мичман у нас старший техник, но вы это уже, наверное, знаете. Может, вместе вы что-нибудь придумаете? Одна голова хорошо, а две лучше. Ich weiß nicht mal, ob ich wirklich ein Experte bin. Ich habe ja nur eine Tarnung. Ich könnte mir vorstellen, dass ich einfach nur ein Vollpfosten von der CIA bin, ohne irgendwelches Grund, also technisches Verständnis. So, er macht auch immer sehr gemütlich, muss ich sagen, ne? Das ist immer super, dass jeder Bereich einzeln geladen wird. Huch! Was ist denn da passiert? Ich bin losgesprintet und auf einmal bin ich hängen geblieben. Die Funktion ist eigentlich nicht so problematisch. Wirst du mir hier mit deinem Kackeschwanz hier irgendwo im Gesicht rumwedeln? Au, jetzt beißt sie mich. Au! Au! Ey! Hörst du auf? Mach mal lieber den Arsch sauber. Lyria! Putz deinen Arsch. Greift ihr mich hier an? Aber mit was für einer Gewalt hier? Stimmt nicht mit dir. Nein. Also. Meine Freundin ist jetzt ins Bett gegangen. Jetzt geht's hier nämlich richtig los. Ihr könnt euch schon drauf verlassen hier. Wenn sie nicht gerade schläfe, die hat den ganzen Tag gepennt eigentlich. Ist bestimmt richtig in Spiellaune. Papa, ich hab Kacka gemacht. Süße Katze, ja, wenn sie nicht so wie der Teufel wäre. So. Muss nach unten. Da war ich gerade. So ein Zufall. Ist Lyria im verflixten zweiten Jahr? Lyria ist im verflixten dritten Monat. Jetzt 12. Ne, 13. Im vierten Monat. Also 13 Wochen ist er. Aua! Ich versuche hier zu zocken. Katze.